So, 5x88er Pack, Leute. Wie immer, checkt den Shop aus den Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Wie immer, unterstützt ihr mich natürlich mit dem Kauf, ihr wisst es ja. Und ihr habt doppeltes Packlack, wenn ihr die Nice Designs seid. Also gönnt euch. Link ist wie immer in der Beschreibung. Danke euch für euren Support. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt wie immer rein, was in eurem Pack drinnen war. In die Kommentare lassen, Like da, Abo, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr wisst es ja. Ab geht die Post. Bruder, dein Ernst. Frankreich, ja, Kanté, Digga. Wie immer, ey. Wie immer Kanté, Alter, korrekt. 91er, N'Golo und Kanté. Bruder, wenn der beste Spieler 91er ist, ey. Oh, dann kann ich viel dahinter sein, muss man mir ehrlich so sagen, ey. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schwaches Pack immer noch. Team of the Year. Kinyos, lass den doch vorne sein. Hätten wir schwitzen können um Team of the Year. 288er. Ab geht die Post. Team of the Season. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Deutschland. ZIV. Mats Hummels. Geht besser, geht auch schlechter, 93. Irgendwie gehofft, dass es vielleicht neuer wird. Der hätte eine 96 gehabt. Wäre noch ein bisschen besser für SBCs, higher rated gewesen. Aber gut, Hummels, geht klar. Wird wahrscheinlich jetzt, wir gucken mal, nicht das Allerheftigste hinter sein. Muss man auch mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Griezmann, 1,87er ist natürlich bitter. Immerhin noch Bilia, 91er, Tots. Kann man mit arbeiten, alles im Verein. Und ja, Bilia in die nächste. So, Willkommenspack. Danach zwei seltene 85er Plus Spielerpack. Wobei das Willkommenspack manchmal sogar besser ist. Alter, ich sag's euch, lasst wie man Like da, Leute. Lasst wie immer gerne ein Abonnement da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos das Ganze gerne machen. Dembele, nice, okay. Glocke aktivieren und täglich einschalten. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Acuna Matata ist auch noch am Start und Slobojai, oder wieder ausgesprochen wird, ganz kurios, keine Ahnung. Auch nicht ein Saisonspiel gemacht, aber war auch irgendwie verletzt. Naja, alles im Verein, Leute. Ihr wisst es, schreibt wie immer gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Was war euer bestes Pack? Schreibt mal gerne rein, was euer heftigstes FIFA 21 Pack war. Was war drin? Und checkt lieber noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es dazu und ihr unterstützt mich mit dem Kauf. Und ihr habt doppeltes Packlack. Ihr wisst es. Also gönnt euch ein nice Hoodie oder T-Shirt, was auch immer oder was anderes. Und schon zieht ihr genauso saftige Packs wie ich hier. Let's go. Mach mal, komm, gönn mal ganz kurz die 285er. Einfach nur ganz kurz als Beweis, dass direkt der Nice Hoodie doppeltes Packlack bringt. Stimmt. Lukaku, Digi. Ich sag's doch. Lukaku, 96er. Schon mal gezogen und wieder am Start. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ey, Brudi, warum kommt nicht einfach mal De Bruyne? Warum kommt Lukaku wieder? Ich bin zufrieden. Ich, ne, verstehe mich nicht falsch. 96 Euro Lukaku, nehmen wir gerne mit. Vor allem aus den zwei Spielerpacks, das ist richtig saftig. Richtig, richtig saftig. Aber ich würde auch gerne mal irgendwie einen anderen ziehen. Den Bräunen würde ich auch gerne nehmen, Alter, ganz ehrlich. Wir gucken mal, was noch dahinter ist. Ich gehe davon aus, dass ein 85er dahinter ist. Aber, Digga, man weiß ja nie. Manchmal sind die Packs auch ganz, ganz kurios. Dann sind sie schon wieder so gut, dass es eigentlich viel zu krass ist. Deswegen mal gucken. Ja, Verratti, immerhin ein 86er, hätte noch ein 85er werden können, von daher eigentlich das Bestmögliche noch draus gemacht. Geile Sache, Alter, Lukaku ist nice. Wie gesagt, hatten wir schon mal, deswegen bin ich jetzt, ja, nicht ganz so happy, hätte gerne einen anderen gezogen, aber gut, ist ein 96er, trotzdem, also von daher nimmt man gerne mit. Oh. So, wir öffnen das Prime Gaming Pack vor Premium Gold Pack. Ich weiß nicht, ob wir ein oder zwei Prime Gaming Packs haben. Müssen wir mal gleich gucken. Ich glaube zwei, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Erstmal das Pack hier. Das sieht schon mal sehr gut aus. Beste, Digga. Adern. Na gut, 80er Rated Adern. Was will man bitte mehr? Was will man bitte mehr? Okay, jetzt schauen wir mal. Egal, Prime Gaming Pack muss nur gut werden. Rest ist eigentlich egal. Rest ist eigentlich egal. Mal schauen, mal schauen. Let's go. Eigentlich wird meistens der Pick nur gut. Baku Alcacer, okay, 81er. Ist okay. Aber meistens, wenn das Pack schlechter ist, ist meistens der Pick besser. Von daher, mal sehen, come on. Karim Benzema, joa. Bruno Fernandes, João Moutinho und Castells. Kann man machen, Alter. Karim Benzema ist wirklich so immer... Ich weiß nicht, wenn das Pack schlecht ist,
ist der Pick irgendwie umso besser, ey. Die wollen das irgendwie wieder ausgleichen, ich sag's euch. Leute, wir kommen gleich zu diesem Pack hier. Fünfmal seltener Spieler, 85 plus oder höher, vorher noch eine 75er plus Pack. Jetzt pass auf, Alter. Das Pack ist besser. Manchmal sind die Packs nicht schlecht. Die sind manchmal nicht verkehrt. Gut. Also das einzige gute Perotti, das 5x85er Pack sollte. Wir wissen es nicht, aber sollte besser werden. Müsste besser werden. Okay, wir gucken mal. 3, 2, 1, Leute. Let's go. Ihr wisst jetzt, lasst ein Like da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Ne? Ich würde mich freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer bester FIFA 21 Spieler war, den ihr gezogen habt. Checkt den Shop aus. Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampen und vieles mehr. Gerne abchecken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich damit im Kauf supporten würdet. Wäre nice. Wir starten rein. Let's go. Come on, bitte gönn was. Bitte mach kein Auge. Bitte gönn was. Bitte. EA, gönn was. Come on, Digga. Das sieht, ehrlich gesagt, nicht gut aus. Obwohl Brasilien, Torwart, Liverpool, Alisson. Ich habe irgendwie noch auf Neymar gehofft. Aber gut, 90er Alisson, ja, geht klar, Leute. Geht klar, Mann. Ich wollte schon sagen, wo ist Alisson, Alter? Kam nicht raus. Auf einmal hat er sich links in die Ecke reingebeamt. Irgendwie ganz kurios. Ja, Leute. Ah, ist in Ordnung, ist okay, Mann, ohne Scheiß, geht klar. 90er Spieler ist vernünftige Geschichte. Ich hoffe, dass nur irgendwie zwei 85er oder so drin sind und nicht mehr. Wahrscheinlich sind es wieder drei 85er drin, man kennt's. Aber wir schauen einfach mal, let's go. Aber ich bin zufrieden, solange 90er, ey, bei einem 5er, 85er Pleck, 91er. Okay, ist in Ordnung. Ja, noch 90er Courtois, Digga, der nur Torhüter. 3 von 5 sind Torwart. Ganz kurios, David Silva und der hier, also 4 von 5 Workouts, das immer sagt ich nur ein 85er, geht klar, okay, die beiden sind zwar 86, jetzt auch nicht so bombastisch, aber ist in Ordnung, Alter, ein 90er, ein 89er, gutes Pack, Alter, gutes Pack, muss ich sagen, von daher bin ich zufrieden, würde ich sagen. So, Leute, wir haben ein Prime Gaming Pack, ich weiß nicht, ob wir noch ein zweites haben, müssen wir mal gleich gucken, kann sein, ich will, keine Ahnung, manchmal wird angezeigt, manchmal wird nur eins angezeigt. Alvaro 79, erstmal stabile Geschichte. Ganz, ganz stabile Geschichte. Alles im Verein. So, wir öffnen jetzt erstmal das eine. Danach werden wir gleich gucken, ob wir noch ein zweites haben. Ab geht's. Mal sehen. Oftmals sehr, sehr gut. Ich muss sagen, von den Prime Gaming Packs überzeugt, Digga. Sehr, sehr. Das sieht nicht gut aus. Das ist Salvio, wie immer. Ah, immer, ey, Digga. Ah, nee. Boah, ich dachte Argentinien, rechts Mittelfeld, Ruiz. Das ist, nee, Rios. Nicht Salvio, Rios. Ja, gut. Ferran Torres immerhin noch. Okay. Wenn Spielerwahl-Pick gut wird, bin ich zufrieden. Casemiro 89. Kann man machen. Also diese Spielerwahl-Picks hier, mega krass. Okay, nice. Casemiro 89er nehmen wir mit. Auch wenn das Pack jetzt nicht so stabil war. Wir gucken mal, ob wir noch ein zweites haben. Manchmal muss man einmal...